Nun wunderbar. Und jetzt kommt zu uns eine Person, die lacht und die auch das Lachen bringt. Und jedes Mal, wenn ich dieser Person begegne, sie lacht und bringt die Freude und sie bringt auch die Freude den anderen. Und das ist Jakob. Unser lieber Jakob. Er ist 1971 in Sarajevo geboren. Er hatte tägliche Erscheinung vom 25. Juni bis 1981 bis zum 12. September 1998. Und an diesem Tag wurde ihm dann das 10. Geheimnis anvertraut von der Mutter Gottes und dass er dann für den Rest seines Lebens eher von da an eine jährliche Erscheinung haben wird. Und das wird dann immer am Weihnachtstag sein. Und Jakob ist verheiratet, hat drei Kinder, lebt mit seiner Familie in Medjugorje und das Gebetsanliegen, das ihm die Mutter Gottes anvertraut hat, ist für die Kranken zu beten. Jakob, bitteschön. Zuallererst, ich grüße euch alle. Es ist eine große Freude, euch hier zu sehen, in so einer großen Zahl und vor allem euch, die Jugendlichen, die ihr heute hier seid. Und indem ich heute darüber nachgedacht habe, was werde ich euch denn erzählen? Und dann habe ich mich erinnert an die Worte der Mutter Gottes, indem sie uns oft ihre Botschaften dann gibt. Und sie sagt, liebe Kinder, heute rufe ich euch auf. Und deshalb denke ich, wenn ihr heute hier in Medjugorje seid, wenn ihr in so einer großen Anzahl hier seid, ihr seid hier, weil ihr von der Mutter Gottes eingeladen wurdet. Ihr seid hier, weil Gott dies wollte, dass ihr euch heute hier befindet. Ich glaube und ich wünsche dies, dass jedes Herz bei euch dies versteht, diese unermessliche Liebe, die die Mutter Gottes zu jedem Einzelnen von uns hat und vielleicht auf besondere Art und Weise für euch, die Jugend. Und ich glaube, jeder von uns ist wichtig für die Mutter Gottes. Wir alle sind ihre Kinder. Die Mutter Gottes, indem sie hier nach Medjugorje kommt, sie ist nicht gekommen nur wegen Jakob, Witzka, Mirjana, Ivan, Maria. Sie ist wegen uns allen gekommen. Und deshalb rufe ich immer alle Pilger auf, dann, wenn ich Zeugnis abgebe, und heute rufe ich euch auch auf, mögen die ersten Worte hier in Medjugorje die Danksagung sein. Danke dir, o Herr, danke dir, Mutter Gottes, an all deinen Gaben, Gnaden. Danke dir, o Herr, auf besondere Art und Weise, dass du unserer Mutter dies erlaubst, dass sie so lange mit uns hier ist. Wir alle sind wichtig für Maria. Wir alle sind ihre Kinder. Und das, was ihr zuallererst in Medjugorje tun müsst, das ist dies, eure Zustimmung, euer Ja zu Maria und zu Gott. Und die Mutter Gottes, sie ist nur wegen einem Grund hierher gekommen. Sie möchte uns zu Jesus führen. Und ich glaube, jeder von uns ist wichtig für die Mutter Gottes. Jeder von uns ist diese Perle für die Mutter Gottes. Und lassen wir nicht zu, dass die Perle dann zur schmutzigen Perle wird. Suchen wir dies, dass immer diese Perle strahlt in unserem Leben und vor allem ihr, die Jugendlichen, indem ihr hier nach Medjugorje kommt, denkt nicht, dass dann ab heute das Leben leichter sein wird. Nein, wir alle werden das Fallen haben, die Kreuze. Und so wie ich es auch in meinem Leben gehabt habe, ich hatte oft das Fallen, das Kreuz,
Aber in jedem Moment, dann, in dem ich auch gedacht habe, ich lebe in der Finsternis, ich habe immer ein Licht gesehen. Und das war das Licht Gottes, das zu mir gesprochen hat. Und ich habe es in meinem Herzen gespürt. Es sagt mir, hier bin ich, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, du bist mein Sohn. Ich werde dir helfen. Und das war Gott. Und deshalb rufe ich euch auf dem ersten Platz, und zwar dann, wenn ihr hier nach Medjugorje kommt, geht zur Beichte. Befreien wir unser Herz von all dem, wo uns hindern möchte, dass wir dem Herrn näher kommen, dass wir den Herrn in unser Herz aufnehmen und all das empfangen, das, was die Mutter Gottes auch uns geben möchte, wozu sie uns aufruft. Und ich bin der Jüngste von den 6 Sehern. Ich glaube, ihr seht dies auch, dass ich der Jüngste bin. Diese Tage werdet ihr sehen, wie die anderen ja doch älter geworden sind und älter sind. Mein Leben, meine Kindheit vor der Erscheinung der Mutter Gottes, es war ein Leben von einem normalen Kind von 10 Jahren. Ich habe einen einfachen Glauben gelebt. Diesen Glauben, das, was mir meine Eltern gegeben haben. Ich habe oft in der Familie gebetet, aber niemals hatte ich diese Gedanken oder dass ich dafür gebetet habe, dass ich die Mutter Gottes sehe. Ich habe gewusst, dass die Mutter Gottes existiert und dass Gott existiert, aber sie befinden sich im Himmel. Und dann, alles hat sich geändert am 25. Juni 1981. Und die ersten Jahre, ich kann dies so nennen und bezeichnen als die schönsten Jahre meines Lebens, dieses neue Gebären. Und das ist dieser Tag, in dem Gott mir diese große Gnade erteilt hat, die Mutter Gottes zu sehen, immer mit großer Freude. Ich erinnere mich an die erste Begegnung mit der Mutter Gottes auf dem Erscheinungsberg, als ich das erste Mal die Augen der Mutter Gottes gesehen habe, als ich in ihre Augen geschaut habe. So viel Liebe habe ich in den Augen der Mutter Gottes gesehen. Aber gleichzeitig habe ich diese Liebe in meinem Herzen gespürt. Und in diesem Moment habe ich mich so sehr geliebt gefühlt, beschützt. Und in diesem Moment fühlte ich mich als das Kind einer Mutter. Und das war dieser erste Moment, in dem ich in meinem Herzen die Mutter Gottes als meine Mutter gespürt habe, und ich habe sie lieb gewonnen. Und nach der ersten Erscheinung, wir sind im Gebet geblieben, auch wenn wir damals klein waren. Wir haben aber verstanden, dass wir eine große Gabe empfangen haben, eine große Gnade, aber gleichzeitig eine große Verantwortung. Und dann fragst du dich, wie wird denn jetzt von nun an mein Leben sein? Werde ich all das tun können, das, was die Mutter Gottes von mir verlangt? Und diese Fragen gingen weiterhin bis zu diesem Moment, in dem die Mutter Gottes uns eine Botschaft gegeben hat. Sie sagt, liebe Kinder, es reicht aus, dass ihr eure Herzen öffnet, und all das andere werde ich dann selbst tun. Und da habe ich verstanden, ich als Kind, ich kann nicht viel tun, aber ich kann eine Sache tun. Ich kann meine Zustimmung, mein Ja dem Herrn geben, mein ganzes Leben ihm hingeben, mein Herz in ihre Hände legen. Und von diesem Moment an hat bei mir ein neues Leben begonnen. Ein neues Leben mit der Mutter Gottes, mit dem Herrn. Und indem ich weiter dann ging in meinem Leben und wuchs im Glauben, ich habe es verstanden, dass eine große Gabe ist, die Mutter Gottes zu sehen, eine große Gnade. Aber gleichzeitig habe ich noch eine größere Gabe bekommen. Und diese größere Gabe ist, Jesus Christus kennenzulernen durch die Mutter Gottes. Und das habe ich vorhin auch schon erwähnt. Das ist dieser Grund, weshalb die Mutter Gottes hierher kommt, nach Medjugorje. Die Mutter Gottes kommt hierher, damit sie uns zu Jesus führt. Diesen Weg zeigt, der zu Jesus Christus führt. Und dieser Weg geht durch die Bekehrung, das Gebet, den Frieden, die heilige Messe.
die Beichte. Und ganz besonders, ich weiß, wenn ihr die Jugendlichen die Botschaften hört, dann fragt ihr euch, wie können wir denn das Ganze tun? Und das war auch meine erste Frage, wie kann ich denn das alles annehmen? Aber dann, wenn du die Mutter Gottes lieb hast, so wie deine Mutter, wenn du sie annimmst und in dein Herz aufnimmst, dann wird nichts für dich schwer sein. Aber es gibt noch eine Sache, du musst die Gabe von Gott erbitten, dass das, was du tust, dass du es immer aus Liebe machst und mit dem Herzen. Und deshalb sagt die Mutter Gottes auch immer, liebe Kinder, öffnet eure Herzen. Und auf besondere Art und Weise, dann, wenn sie sagt, betet, dann sagt sie, betet mit eurem Herzen. Ihr werdet nicht hier aus Medjugorje nach Hause kommen und dann alle drei Teile des Rosenkranzes beten können, so wie die Mutter Gottes einmal gesagt hat, 3 Stunden, aber beginnt langsam. Ich habe es verstanden, wir haben es verstanden, die Mutter Gottes hat uns dies beigebracht, sie hat uns geführt durch die Schule des Gebetes. Sie hat zuallererst gesagt, betet 7 Vater unser, und dann hat sie gesagt, betet einen Rosenkranz, und danach hat sie dann gesagt, betet alle 3 Rosenkränze, und dann danach wiederum hat sie gesagt, betet 3 Stunden am Tag. Und indem du dies verstehst, dass durch das Gebet, da hast du die Freude und du findest da all die Antworten auf deine Fragen. Und wenn du dies verstehst, dann wird es auch für dich nicht schwer sein zu beten. Ihr seid hier in Medjugorje, an diesem Ort, da wo Gott uns schon 34 Jahre diese Gnaden schenkt. Und bittet um diese Gabe für das Herzensgebet. Denn das Herzensgebet, das kann niemand beschreiben, aber jedes Herz kann dies spüren. Hier ist Gott und bittet um diese Gabe. Die Mutter Gottes, sie ruft uns auf zur Bekehrung. Und das ist sehr wichtig für alle Pilger und vor allem für euch, die Jugendlichen, ihr, die nach Medjugorje kommt. Und weshalb kommt man nach Medjugorje? Also an erster Stelle kommt man nicht nach Medjugorje wegen den Seen. Wir sind so wie all die anderen Menschen. Wir leben ein ganz normales Leben, so wie all die anderen Menschen. Niemand von uns ist heilig. Wir möchten in der Heiligkeit leben und wir möchten heilig sein. Und die Mutter Gottes, sie ruft uns auf zur Heiligkeit, aber im gleichen Moment, wir sind so wie die anderen Menschen. Kommt nicht nach Medjugorje und sucht irgendwelche Zeichen, steht nicht eine Stunde und schaut dann die Sonne an, um dann ein Zeichen zu sehen. Das ist nicht Medjugorje. Medjugorje ist nicht dies, nicht Jakob ist Medjugorje, nicht wenn sich die Sonne dreht, das ist nicht Medjugorje. Medjugorje ist etwas ganz anderes, es ist die Veränderung des Lebens. Medjugorje ist dieses Kennenlernen von einem neuen Leben, das Kennenlernen von Gott. Das ist Medjugorje. Und Medjugorje ist das neue Leben zu beginnen mit Gott, mit der Mutter Gottes. Das ist Medjugorje. Und versteht dies jeder von euch, alle, die ihr hier nach Medjugorje gekommen seid. Ihr alle seid hierher gekommen, weil euch die Mutter Gottes eingeladen hat. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Aber im gleichen Moment müsst ihr dies verstehen, dass jeder von euch eine große Verantwortung hat. Denn die Mutter Gottes, sie sagt immer, liebe Kinder, ich möchte, dass jeder von euch mein Apostel in der Welt wird. Und ich möchte auf besondere Art und Weise dies sagen, die größten Aposteln in der Welt, das seid ihr, die Jugendlichen. Oft höre ich nur Kritik. Die Jugendlichen sind so und so. Nein, wir haben so viele gute junge Menschen, Jugendlichen und junge Menschen, die auch in Mission gehen, aber man hört so wenig davon und die so vieles tun, und ihr seid wertvoll, ihr könnt so vieles machen. Und dann, wenn ihr von Medjugorje nach Hause kommt, da reicht es nicht aus,
dies zu sagen, wir waren in Medjugorje, das müsst ihr nicht sagen. Aber die anderen Menschen sollen auf besondere Art und Weise dies sehen und die anderen Jugendlichen, sie mögen Medjugorje in euch erkennen. Das Licht von Medjugorje mögen sie erkennen in euch und durch euer Leben. Viele Jugendlichen, sie haben heute Angst, sich zu bekehren, denn sie denken, wenn ich mich bekehre, dann muss ich einfach 24 Stunden auf den Knien sein. Nein, das bedeutet dies nicht. Bekehren, das bedeutet, Gott auf den ersten Platz im Leben zu haben, aber gleichzeitig ein normales Leben zu leben. Ich bin aufgewachsen mit der Mutter Gottes, ich kann es so sagen, aber ich habe immer ein neues Leben mit meinen Freunden gelebt. Ich bin auch einfach in den Café, habe etwas getrunken und in die Diskothek, aber mir hat es nicht gefallen. Aber wenn du Gott in deinem Herzen hast, dann wirst du immer erkennen, was gut ist und was schlecht ist. Deshalb habt keine Angst, euch zu bekehren. Habt keine Angst, hier in Medjugorje eure Herzen zu öffnen. Mögen diese Tage, die ihr hier in Medjugorje verbringt, mögen es die Tage der Gnade sein, indem ihr euer Herz für Gott öffnet. Und das sagt die Mutter Gottes immer wieder. Sie wiederholt es. Öffnet eure Herzen. Ich glaube, dass wir auch manchmal gar nicht verstehen, wie sehr uns die Mutter Gottes liebt. Schauen wir doch nur. Die Mutter Gottes, sie kommt schon 34 Jahre lang. Wie oft überlegen wir denn so, die Mutter Gottes, sie kommt wegen mir. Sie sagt einfach, liebe Kinder, wie viele überlegen denn so, die Mutter Gottes, sie kommt wegen mir, weil ich ihr Kind bin und weil sie mich liebt. Die Mutter Gottes, sie sagt immer am Ende der Botschaft, danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Überlegen wir ein bisschen nach über diese Worte, dass die Mutter Gottes uns dankt. Und das können wir so erläutern, dass die Mutter Gottes immer noch an uns glaubt. Sie hat das Vertrauen, dass wir uns ihr öffnen werden, dass wir unser Herz öffnen werden und dass die Mutter Gottes uns dann zu Jesus führen wird. Denken wir auch an die wunderschönsten Worte der Mutter Gottes. Und ich glaube, da sagt uns die Mutter Gottes, diese große, unermessliche, mütterliche Liebe bringt sie uns. Sie sagt uns, liebe Kinder, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, ihr würdet vor Freude weinen. Ich glaube, heute, auf besondere Art und Weise, die Mutter Gottes möchte euch allen dies sagen. Ihr lieben Jugendlichen, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr vor Freude weinen. Und deshalb gehen wir hier von Medjugorje mit dem wunderschönsten Souvenir aus Medjugorje, mit diesem Frieden im Herzen, mit der Liebe im Herzen, gehen wir mit Gott auf dem ersten Platz in unseren Herzen. Und beginnen wir auch, Zeugnis abzugeben. Ich werde für euch alle beten, für all eure Anliegen, für all die Kranken. Aber genauso rufe ich euch auf, dass ihr alle für uns hier in Medjugorje betet. Wir bedürfen auch eure Gebete. Und ich denke und glaube, das, was uns alle auch näher bringt, zusammenbringt, auch euch, die Pilger, das ist das Gebet. Daher bleiben wir im Gebet vereint. Und jetzt werden wir ein Gegrüßet seist du, Maria, für all eure Anliegen beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Königin des Friedens, bitte für uns. Danke.